Hallo und herzlich willkommen, liebe YouTuber und alle, die es noch werden wollen, und willkommen zurück zu Diablo 3 Reaper of Souls. Ich bin wieder auf meinem saisonalen Helden und ich habe 4 ausstehende Nachrichten. Okay. Das scheint neu zu sein. Also zumindest kannte ich das vorher noch nicht. Ich muss mal eben was trinken. Das ist so eine trockene Luft hier im Moment. So, ich würde sagen, was müssen wir denn machen? Wir müssen durch das Osttor nach Kasim. Und Alcanus finden. Jo, das machen wir. Ich höre die Qual der Geister. So, wenn mich nicht alles täuscht, geht das hier irgendwo lang. Scheint doch falsch zu sein. Ja, wo war die Strecke? Ach, da, warte mal, genau da ging das, glaube ich, rein. So, den Wegpunkt schon mal holen. Belial, Herr der Lügen, ist der am schwersten zu fassende unter den 7 Übeln, sowie ein Meister der Täuschung. Man sagt, dass er es war, der Asmodan zu einer Revolte gegen die großen Übel anstiftete. Damit begann der Bürgerkrieg der brennenden Höllen, der mit dem dunklen Exil der großen Übel in unserer Welt der Sterblichen endete. Ja, das läuft doch bis jetzt schon mal ganz gut. Mit solchen Gegnern wollte ich es schon immer aufnehmen. So, die wollen wir mal eben befreien hier. Helft uns! Ihr könnt uns nicht hier zurücklassen! Habt keine Angst, ich befreie euch. 8 Stück müssen wir befreien. Mmh.
Da ist noch einer. Ja, nehmen wir mal alles auf. Kann ja nur von Vorteil sein. Oh, was Episches. Und noch was Episches. Mensch. Läuft ja gut. Macht euch um uns keine Sorgen. Lauft! Habe ich die schon? Ach, die habe ich schon. Dann hätte ich das ja gar nicht mehr machen müssen. So, dann wollen wir mal uns um Magda kümmern. Bedauerlicherweise wurde mir von deinem kläglichen Versagen berichtet, die Feinde am Außenposten von Kasim aufzuhalten. Aber wenigstens ist die feindliche Spionin gefunden worden. Ich schicke euren Geist in das ungeformte Land. Eure Opfer warten sehnsüchtig auf eure Ankunft. Unwichtig. Während du mich gejagt hast, hat Belials kaiserliche Wache deine kleine Hexe, Lea, gefangen. Bald wird ihre Macht ihm gehören. So, dann wollen wir mal zeigen, wer hier welche Macht hat. Oh, oh. Der Zirkel wird dieses Land nicht mehr quälen. Ein weiterer Triumph für die Rechtschaffenheit. Lass das Böse erzittern. So, wir sollen ins versteckte Lager zurückkehren. Als das Leben ihren zerschlagenen Körper verließ, schwor Magda, dass ihr Meister, der Dämonenfürst Belial, über unsere Welt herrschen würde. Das werde ich nicht zulassen. So. Vor ihrem letzten Atemzug hat Magda gesagt, dass die kaiserliche Wache Lea gefangen hat. Die Menschenform der Wachen ist ein Schleier. Sie sind Schlangendämonen, die Belial verehren und ihm dienen. Dann müssen sie den Kaiser gegen seinen Willen festhalten. Ich erschauere, wenn ich daran denke, was Belial mit Lea und ihrer wachsenden Macht anstellen könnte. Unsere einzige Chance, Lea zu retten, ist es, den Kaiser, den Klauen der kaiserlichen Wache, zu entreißen. Ashara von den Eisenwölfen kann uns helfen, zum Kaiser zu kommen. Ich werde sie um Hilfe bitten. Gut. Dann wollen wir mal gucken, was wir Episches gekriegt haben. Leorix Krone, ja. Die setzen wir auf jeden Fall mal auf. Und Goldträger hat bessere Werte. Nehmen wir auch. Gut, und alles Weitere sehen wir dann in der nächsten Folge von Reaper of Souls.
Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und sage Bye-bye.